Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Guten Abend an diesem zweiten Advent. Norbert Lehmann ist auch dabei für den Sport. Einen schönen guten Abend auch von mir. Schauen wir auf die Nachrichtenthemen von heute. Ehrung ohne Geehrte. Weil Iran die Freiheitskämpferin Narges Mohammadi im Gefängnis festhält, nehmen ihre Kinder den Friedensnobelpreis entgegen. Wechselbad für Bahnreisende. Mit dem Fahrplanwechsel bekommen sie zwar mehr Verbindungen, müssen aber auch mehr bezahlen. Und bravourös im Bob. Bei den Weltcuprennen in La Plagne holen sich die deutschen Teams fast alle Podestplätze. Seit fast 9 Jahren hat Narges Mohammadi ihre Kinder nicht gesehen. Die 51-jährige Iranerin zahlt einen hohen Preis für ihren Kampf gegen die Unterdrückung von Frauen und für Freiheit. Dafür bekam sie heute den Friedensnobelpreis in Abwesenheit. Die Aktivistin ist nach Angaben des Nobelkomitees zu insgesamt 31 Jahren Haft und 154 Peitschenhieben verurteilt. Bei der Preisverleihung in Oslo wurde sie von ihren 17-jährigen Zwillingen vertreten. Henna Hebestreit und Jörg Brase berichten. Schon wieder bleibt der Stuhl eines Ehrengastes leer. Wie bei der letzten Verleihung des Friedensnobelpreises kann auch die diesjährige Preisträgerin Narges Mohammadi nicht nach Oslo kommen. Die iranische Menschenrechtlerin ist eingesperrt im berüchtigten Teheraner Evin-Gefängnis. Ihre beiden Kinder nehmen den Preis stellvertretend für sie in Empfang. Ich leihe ihr heute meine Stimme, ebenso wie allen Mädchen und Frauen in Iran, die nicht zum Schweigen gebracht werden können. Seit Jahrzehnten kämpft Narges Mohammadi in Iran für Freiheit und Menschenrechte und gegen die Unterdrückung von Frauen durch das Regime. Das Osloer Komitee würdigt ausdrücklich auch den hohen persönlichen Einsatz, von dem Mohammadi ihre Tochter berichten lässt. Inmitten der Flammen der Gewalt und des anhaltenden Despotismus geht es in unserem Kampf seit Jahren mehr ums Überleben als um die Verbesserung der Lebensqualität. Für Irans Staatsmedien und Zeitungen sind die Proteste und der Kampf von Menschen wie Narges Mohammadi heute kein Thema. Doch viele Menschen im Land verfolgen durchaus, was im fernen Oslo passiert. Für viele iranische Frauen ist Narges Mohammadi Symbol des Kampfes für Frauenrechte und Demokratie. Für sie ist der Nobelpreis ein starkes und wichtiges Zeichen. Andere dagegen fürchten, das Regime könne nun noch härter gegen seine Kritiker vorgehen. Von offizieller Seite wird die Verleihung des Nobelpreises heute mit keinem Wort erwähnt. Der Kampf von Narges Mohammadi und vielen anderen zeigt auf den Straßen Wirkung. Wir lassen uns nicht mehr vorschreiben, ob wir Kopftuch tragen sollen oder nicht, sagen viele. Die iranischen Frauen sind selbstbewusster geworden. Bei der Deutschen Bahn gilt seit heute ein neuer Fahrplan. Vor allem im Fernverkehr gibt es mehr Angebote und schnellere Verbindungen. Allerdings erhöht die Bahn die Preise. Mehr Verlässlichkeit ist wegen der vielen Baustellen nicht zu erwarten. Hans-Jürgen Piel hat Details. Zugstillstand nur, weil es kräftig schneit. Doch auch ohne Schnee fuhr im November gerade mal jeder zweite Fernzug pünktlich. Mangelnde Zuverlässigkeit der DB, die trotzdem ihre Preise im Schnitt um 4,9% erhöht. Ausgenommen nur die Bahncard 50 und alle Sparpreistickets. Vielleicht gerechtfertigt, aber natürlich nicht attraktiv, wenn man die Menschen noch dazu bringen will, mehr auf die Bahn umzusteigen und nicht das eigene Auto zu nehmen. Das ist halt teuer genug. Man kauft dann die Sitzplätze noch extra und dann noch mehr. Und dann können sie gerne auch mal pünktlich kommen. Doch es bleibt dabei. Gerade Normalpreisfahrten werden spürbar teurer. Preisbeispiele konnte die Bahn nicht nennen. Die seien je nach Wochentag und Buchungszeitpunkt zu unterschiedlich. Die Bahncard 25 aber ist künftig mit 62,90 3 € teurer als bisher. Wir haben mit hohen gestiegenen Energiepreisen zu kämpfen und das führt auch dazu, dass wir uns zu einer moderaten Preissteigerung bei unseren Flexpreistickets entschieden haben. Dafür gibt es mehr Züge, vor allem zwischen Berlin und München oder Nordrhein-Westfalen, aber auch zwischen Nürnberg und Leipzig, Hamburg und Magdeburg und von Berlin nach Rostock.
Die Nachtzüge der österreichischen Bundesbahn fahren jetzt auch von Berlin nach Paris und Brüssel. Im Inland sollen neue ICE die DB-Flotte komfortabler und pannensicherer machen. Trotzdem, die höheren Preise treffen nicht alle Fahrgäste gleich. Benachteiligt sind eigentlich fast immer die Stammkunden, weil es für sie teurer wird und weil man glaubt, dass die Stammkunden schon bei der Stange bleiben. Alle Kunden werden sich auch im neuen Jahr auf Zugausfälle und Behinderungen einstellen müssen. Es beginnt die Generalsanierung der wichtigsten Hauptstrecken. Außenministerin Baerbock hat Israel zu mehr Schutz und Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen aufgerufen. Auch der Hunger nähere weiteren Terrorismus. Bei Israels Luftangriffen auf mögliche Verstecke der islamistischen Hamas sind erneut Menschen verletzt und getötet worden, sowohl im Süden als auch im Norden des Gazastreifens. In Berlin haben gut 3000 Menschen Gesicht gezeigt gegen Judenhass, der seit dem Nahostkrieg verstärkt zutage tritt. Zur Aktion Nie wieder ist jetzt, Deutschland steht auf, hatte ein Bündnis aus zahlreichen gesellschaftlichen Bereichen aufgerufen. Mit dabei Prominente wie der Sänger Herbert Grönemeyer. Zeitgleich kamen auch in Berlin etwa 2500 Menschen zu einer pro-palästinensischen Demonstration. Ägypten wählt ab heute einen neuen Präsidenten, doch schon jetzt gilt als sicher, dass es der alte sein wird. Abdel Fattah al-Sisi, der ehemalige Oberbefehlshaber der Armee, hatte 2013 Präsident Mursi von der islamistischen Muslimbrüderschaft gestürzt. Vorausgegangen waren blutige Massenproteste. Seither geht al-Sisi mit aller Härte gegen Kritiker vor. Seine Anhänger loben dagegen, dass er dem Land Sicherheit gebracht habe. Aus Kairo, Goline Atay. Seine Plakate beherrschen fast jede Straße im Land. Feldmarschall Abdel Fattah al-Sisi, der sich durch eine umstrittene Verfassungsänderung eine dritte Amtszeit ermöglicht hat. Sisis Popularität hatte zuletzt empfindlich gelitten, seitdem die Landeswährung kollabierte und die Inflation fast 40% erreichte. Schon vor dieser Krise galten fast zwei Drittel der Ägypter als arm. Es ist zutiefst ungerecht, dieses Leben, das wir leben müssen, die Preise für Fleisch und alles. Wir leben in der Hölle, alles ist teuer. Präsident Sisi hat viel erreicht, aber er muss doch mit uns fühlen. Der gesunkene Lebensstandard sei auch seiner Bauwut geschuldet, sagen Experten. Für seine neue Hauptstadt, neue Straßen und Brücken rief Sisi jüngst zum Verzicht auf. Wenn der Preis von Fortschritt und Entwicklung Hunger und Entbehrung sein sollte, dann lasst die Ägypter weder essen noch trinken. Den einzigen echten Konkurrenten ließ Sisis Regime nicht weit kommen. Der linksgerichtete Oppositionelle Ahmad Tantawi wurde an der Kandidatur behindert und ist nun gar angeklagt. Der Wahlgewinne steht fest. Aber ob dieser Sieg Präsident Sisi stärken wird, ist unklar. Für eine erfolgreiche nächste Amtszeit müsste er die tiefste Wirtschafts- und Finanzkrise in der Geschichte Ägyptens bewältigen und den Einfluss, den das Militär auf die Wirtschaft hat, begrenzen. Um die Wahlbeteiligung zu erhöhen, soll das Regime Druck ausüben auf Lehrer und Angestellte oder mit Geldgeschenken die Stimmabgabe belohnen. Das Ergebnis wird in einer Woche verkündet. Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller hat in Berlin den Europäischen Filmpreis als beste Darstellerin gewonnen. Sie bekommt die Auszeichnung für ihre Rolle im Justizthriller Anatomie eines Falls, der auch in der Kategorie bester Film prämiert wurde. Und jetzt zum deutschen Bob-Team, auch preiswürdig. Das war beim Weltcup in La Plagne schwer zu toppen. Ne? Allerdings 5 von 6 Podestplätzen. Erst legten die Frauen im Zweierbob vor. Laura Nolte siegte vor Teamkollegin Kim Kalicki. Ja, und dann räumten die Männer im Viererbob alles ab. Allen voran Rekordweltmeister Francesco Friedrich. Große Erleichterung bei Bob-Rekordweltmeister Francesco Friedrich nach seinem ersten Saisonsieg. Beim Weltcup in La Plagne war vor allem der Start Grundlage des Erfolges. Hier war er der Konkurrenz um Längen voraus. Im Maiskanal seine Fahrt dann wie gewohnt. Es ist die Wiedergutmachung für den verpatzten Saisonstart in China und Platz 3 im Zweierbob gestern. Am Ende steht der 76. Weltcup-Erfolg von Francesco Friedrich. Den deutschen Dreifachsieg perfekt macht Johannes Lochner, der Zweiter wird vor dem jungen Adam Amur.
Auch bei den Frauen gibt es einen deutschen Erfolg. Olympiasiegerin Laura Nolte holt sich den Sieg im Zweierbob. Das vor Kim Kalicki. Für Bundestrainer René Spies ein fast perfekter Renntag. Und Karl Geiger hat auch das zweite Springen beim Halbweltcup in Klingenthal gewonnen. Der 30-Jährige siegte vor dem Schweizer Gregor de Schwanden und seinem DSV-Teamkollegen Andreas Wellinger. Für Geiger war es der 15. Weltcup-Erfolg seiner Karriere. Im ersten Sonntagsspiel der Fußball-Bundesliga trennten sich Stuttgart und Leverkusen 1:1. Bayer bleibt Tabellenführer, der VfB Dritter. Alle Höhepunkte des 14. Spieltags ab Mitternacht bei zdfheute.de und in der ZDF-Heute-App. Und im Topspiel der Frauen hat Frankfurt gegen Hoffenheim gewonnen. Die TSG ging in der 4. Spielminute durch Julia Hickelsberger früh in Führung. Später aber dominierte die Eintracht. Hier Shakira Martinez zum 3:1 Endstand in der 90. Minute. Frankfurt jetzt Dritter und Hoffenheim Vierter. Das war's vom Sport am Sonntag. Dankeschön. Bitte. Die neue Woche startet mild und nass. Nördlich des Mains regnet es verbreitet. Auch an den Alpen gibt es zum Teil ergiebigen Regen. Dazwischen sind Schauer selten. Bei einem starken Westwind werden 6 bis 14 Grad erreicht. Anne Gellinek begrüßt Sie um 9:45 im Heute-Journal. Wir sagen Danke und Tschüss, wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche und blicken jetzt gespannt nach Berlin zu Shakuntala Banerjee.